Bemerkung noch zur Situation mit der Impfpflicht. Die allgemeine Impfpflicht scheint ja zunächst abgewendet. Doch damit ist die Impfpflicht für bestimmte Berufs- und Altersgruppen noch lange nicht vom Tisch. Ein Mitglied des Bundestages sagt in dem Zusammenhang, im Bundespräsidium sind 4 aller 6 durchgeimpften Mitglieder an Corona erkrankt vom Bundespräsidium. Und trotzdem wird, trotz dieser offensichtlichen Unwirksamkeit, diskutiert der Bundestag über die allgemeine Impfpflicht. Hier geht es um die Mehr von einer schwarzen Pest, ja, oder einer spanischen Grippe vergleichbarem Erreger. Und dieses Narrativ ist bis heute nicht zurückgenommen worden. Das heißt, selbst wenn die Impfpflicht reduziert oder vielleicht auch gar nicht eingeführt wird bis Sommer, was ich aber bezweifle, ehrlich gesagt, dann ist das ein Narrativ, was jederzeit wieder belebt werden kann. Das liegt quasi im Schreibtisch und wenn es den Mächtigen passt, dann holen sie es wieder raus. Und aus diesem Grund schließe ich mich dem an, was der Frank Rosenbach vorhin gesagt hat, ein sehr guter Mann. Wir müssen den Widerstand aufrechterhalten. Und dafür plädiere ich hier und bitte ich euch. Die Corona-Krise ist nur ein Symptom unter zahlreichen für eine gesundheitsbedürftige Gesellschaft. Das müssen wir uns klar machen. Es gibt viele andere Themen, die Teile von der Demokratiebewegung lange nicht auf dem Schirm hatten. Jetzt kommt das immer mehr hoch. Ne? Allen voran natürlich die Friedens- und Kriegsfrage, die jetzt sozusagen aktuell ist. Aber es gibt auch das Thema 5G, es gibt das Thema Freihandelsabkommen. All diese Dinge sind Symptome eines Systems, was sozusagen um sein Überleben kämpft. Das möchte ich hier auch mal ganz klar sagen. Das größte Problem daher ist, viele Menschen kennen zwar das Höhlengleichnis von Platon, eine leicht vereinfachte, aber auf den Punkt gebrachte Vorwegnahme dessen, was Filme wie Matrix anschaulich darstellen. Und dennoch kommen diese Menschen noch immer nicht auf die Idee, dass das dort beschriebene sehr alte Motiv der gesellschaftspolitischen Volkstäuschung endlich mal auf das seit 2 Jahren herrschende Pandemienarrativ zu beziehen. Das ist ein Riesenproblem. Deswegen sieht man ja manchmal noch Schilder, wenn die allgemeine Impfpflicht weg ist, dann gehe ich nach Hause. Das wäre ein großes Problem, das wäre ein großer Fehler meines Erachtens. Dankeschön. Seit Einführung der Massenimpfungen gegen die Inaussichtstellung der Wiedererlangung eigentlich unveräußerlicher Grundrechte oder auch für gratis Bratwürste ist dieser Kampf um die Pandemiewahrheit noch einmal erheblich erschwert worden. Und zwar durch die im Lauf des letzten Jahres gestiegenen Sterberaten. Den Corona-Gläubigen wird seitdem eingeredet, das liege am Virus bzw. an seinen gefährlichen Mutationen. Wir, die Bewegung, nicht nur die Querdenker, aber auch die Querdenker, wir warnten bereits im Herbst 20 vor den Risiken dieser als Rettungsimpfung angepriesenen Gentherapie. Und spätestens seit den pathologischen Untersuchungen Professor Burkhardts und seines Teams haben wir die an Sicherheit grenzende Gewissheit, dass die Zunahme der Sterbefälle nicht oder zumindest nicht hauptsächlich auf das Virus zurückzuführen ist, sondern auf die Impfstoffe selbst. Studien aus Israel und UK beweisen das. Einfach mal recherchieren. Ich verweise in dem Zusammenhang auf die Pathologiekonferenz. pathologie-konferenz.de. Die haben da bereits 3 Beiträge, wo Wissenschaftler, Pathologen halt beschreiben, was sie entdeckt haben. Und das Letzte, was sie entdeckt haben, das sind Spike-Proteine in kollabierten Organen von in nahem zeitlichem Zusammenhang mit der Impfung verstorbenen Patienten. Und das beweist im Grunde genommen, dass die Impf
der Impfstoff sozusagen in die Organe eindringt, dort auch die Zellen sozusagen veranlasst, die Spike-Proteine herzustellen in einer unglaublichen Anzahl. Und deswegen kommen die Killer-Lymphozyten in die Organe, greifen dort die Zellen an und damit die Organe, und das führt zu Organversorgung, zu multiplen Organversorgung. Das ist das, was da quasi wissenschaftlich immer deutlicher hervortritt. Weitere Indizien, dass hier der Fisch vom Kopf stinkt, möchte ich noch kurz aufzählen. Erst lag die Impfquote, die wir erreichen müssen, bei 70%, dann bei 80% und dann reichten auch diese 80% nicht mehr aus. Und jetzt geht es ja quasi darum, dass alle geimpft werden. Ne? Eine allgemeine Impfpflicht heißt im Grunde genommen alle. Was ist das für eine Logik? Das sollte einfach mal sollte den einen oder anderen zum Nachdenken bringen. Zumal es dann auch keine Kontrollgruppe mehr gibt. Ne? Wenn alle geimpft sind, dann gibt es keinen mehr, der sagen kann, ja, ich bin immer noch gesund und ungeimpft. Das ist auch so ein Punkt. Jawohl. Weiterer Punkt. Die Empfehlung, sich gemischt impfen zu lassen. Hochwissenschaftlich, ja. Erst wird ein Riesenhype drum gemacht, dass es 20 verschiedene Stoffe oder Forschungsgruppen gibt, die also verschiedene Impfstoffe ausprobieren mit zum Teil verschiedenen Techniken. Und dann hieß es im letzten Jahr, naja, also okay, also ihr könnt, die zweite Impfung kann auch ruhig was anderes sein. Rein mit dem Zeug. Hochwissenschaftlich, auch so ein Punkt, der hätte auffallen können. Dann die Definitionsänderung des Begriffs Herdenimmunität. Ne? Da sage ich jetzt nicht so viel dazu, das ist einfach klar. Die moderne Herdenimmunität kann nur noch durch Impfung hergestellt werden. Das ist absolut unwissenschaftlich und widerspricht allem, was 30, 40, 50 Jahre lang davor die Wissenschaft sozusagen festgestellt hat. Wir sollen uns wiederholt mit einem Stoff spritzen lassen, der trotz bis zu dreifacher Verabreichung nicht eine der mit ihm verbundenen Versprechen hat einhalten können. Bis auf die sogenannten schweren Verläufe, daran klammert man sich jetzt noch im allgemeinen Narrativ, ja, aber da verweise ich wieder auf die Pathologiekonferenz. Da kann man sich schwere Verläufe wirklich ansehen. Und zwar auch mit bildgebenden Verfahren. Das ist wirklich gut nachvollziehbar, kann ich nur jedem empfehlen. So, und diese Denke, die dahinter steckt, oder die Logik hinter dieser Denke, die nennen wir Hessen dreimal abgeschnitten und immer noch zu kurz, gell? Jawohl, bravo! So. Voraussetzung für die Globale, und damit komme ich zum Ende, Voraussetzung für die globale Impfkampagne ist entweder eine ultragefährliche Pandemie oder eben die bloße Angst davor. Und da möchte ich mal verweisen auf einen Vortrag, den ich mal gehalten habe. Den kann man googeln, wenn man reingibt, meinen Namen, Jan Feil, Grundlagen Pandemie. Das ist eine relativ systematische Aufarbeitung dessen, wie überhaupt eine Pandemie ausgerufen werden konnte und auf welchen tönernen Füßen die steht. Ja, da ist Impfung noch kein Thema, aber wir müssen uns klar machen, das Impfen konnte nur deswegen durchgesetzt werden, weil der Bevölkerung so viel Angst gemacht worden ist, dass sie glaubte, das tun zu müssen. Und wenn man, und das darf man nicht aus den Augen verlieren, ne? Das ist alles geschichtet. Geschichtete Scheiße auf Deutsch.